Wow, wow, hey Jungs, stopp, hey, 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 nicht das Video vorspulen, es geht doch gleich weiter. Ich denke mal, ihr wollt immer die neuesten, geilsten GTA 5 Online-Glitches sehen, dann seid ihr nun endlich auf dem richtigen Kanal dafür. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und vergesst ja nicht, die Glocke zu aktivieren. Wer natürlich Kanalmitglied werden will, sehr, sehr gerne und muss los, oh. Ein Artikel gibt es natürlich auch. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Knoblauchfire Studios und heute hier mal wieder mit einem nagelneuen Video für euch. Es hat jetzt echt lang gedauert, ich glaube ich habe fast einen Monat nichts hochgeladen, weil es natürlich nichts in GTA Interessantes gab. Wir haben jetzt ein neues DLC bekommen, fand ich jetzt ehrlich gesagt überraschend, das Art Drug Wars Weihnachts-DLC. Es ist glaube ich nur der erste von dem zweiten Teil, was noch kommt, irgendwann später mit neuen Immobilien etc. Da werden auch etwas größere Garagen dabei sein. Und ich habe jetzt hier auf jeden Fall in diesem Video einen Car-to-Car-Merch-Glitch, der extrem einfach ist. Ja, der sollte auf der PS4 wie PS5 sowie auch der Xbox funktionieren. Und an sich ist er extrem einfach, ja. Ihr braucht ein paar Voraussetzungen, er ist nicht solo, ihr braucht halt einen Freund dazu, sprecht euch unten in den Kommentaren ab, helft euch gegenseitig. Also er ist wirklich einfach und die Steps vom Freund sind sogar noch viel einfacher als wie die von euch und was ihr halt noch alles benötigt, werde ich euch hier in diesem Video jetzt erklären. Also, bezüglich der alten Glitche, alles was halt nicht als gepatcht markiert ist, sollte noch so gut wie funktionieren. Und ja, genau, also ich mache das in der Einladungssitzung, ihr könnt es jetzt links oben sehen. Freund ist auch schon hier, er kann im LSK mit abchillen und stellt es auch so ein, dass ihr von der Story so das macht, über die Steuerung, habt ihr halt einfach den Zielmodus auf, unterstützt das Zielen teilweise. Ja, wir werden dafür den Anavac-Bot benutzen, für die Xbox und für die PlayStation-Version, werde ich euch auch in das angepinnte Kommentar reinsetzen. Am besten stellt ihr auch dann zusätzlich, um safe zu sein, hier unter Optionen Spielersuche einfach auf geschlossen. Okay, des Weiteren, was braucht ihr noch? Die Yacht ist hierfür ganz, ganz wichtig, weil wir das über den Kapitän machen, dann das Fahrzeug anfordern, was halt dann gemerged werden soll. Und Spenderfahrzeug kann ja eigentlich auch egal welches sein. Ja, hauptsächlich hat halt die Farbe drauf, die euch taugt. Und die Felgen, ja, ihr könnt auch als Spenderfahrzeug ein gemoddetes nehmen, ein F1 Auto oder auch ein LG Retro Custom oder Winnie Easy Classic. So, wir haben ja die neueste Version 1.64 und das hier ist zum Beispiel der Entity MT. Ich mache das mit dem. Okay, ich habe mir schon vorher natürlich gekauft, ja, und hierbei. Hey du Gamer, nervt es dich auch, dass du nicht genug Geld in GTA 5 hast? Das ist aber schade. Wusstest du, dass du bei loot4games.de dir einen Moneyboost besorgen kannst? Loot4games ist der beliebteste Anbieter in Deutschland für digitale Game-Items. www.loot4games.de für deinen Loot. Erzähl's deinen Freunden. Hier bei der Arena gibt's ja das mit dem Fensterchen hier, wo wir einfach eine Eintrittskarte kaufen können, um die Zuschauertribüne, ja, einfach was da anzuschauen. Okay, so, das macht ihr einfach und bleibt einfach links oben hier so in diesem Menü. Ganz einfach. Über das Dashboard könnt ihr jetzt dann dem Anavac-Bot joinen. So, nach Spielern suchen. Dann tippt ihr halt einfach ein hier Anavac. Okay. So, beziehungsweise, nicht zu vergessen, braucht ihr halt natürlich noch CEO, dann machen wir das mit dem Buzzard, ist auch eigentlich ganz, ganz einfach, ihr werdet das einfach aus dem Video, schaut euch das ganze Video an, es ist wirklich einfach. So, wir joinen hier dem, wo ist der Kollege, P2, P4, der ist off, 6, 7, der hier, P4 ist es.
Okay, dann müsst ihr ihm keine FA schicken oder so, gar nichts. Ja, ihr seht es, ich mache hier keine Freund hinzufügen, Pampe, sondern hier ganz normal auf Spielgruppe beitreten, weil wir halt hinten das noch immer noch haben mit dem Zuschauen für 10 Dollar. Und erst wenn die große erste schwarze Meldung kommt, die hier, ja, braucht ihr jetzt hier nur noch X-Taste durchzuspammen. Danach kommt die Zielmodus-Meldung und die letzte Meldung ist halt, dass es halt privat ist. Spammt ihr durch. Es ist echt einfach, paar Mal. Und dann kommt hier die Sitzung, der du beizutreten versucht, ist privat. Die nehmt ihr auch natürlich an. Und es sollte jetzt auf jeden Fall die Minimap links unten verschwinden. Wenn sie nicht da ist, habt ihr was falsch gemacht. Schaut euren Zielmodus nochmal an. Okay, ab hier. Eigentlich simpel, Freund, Part. Passt auf, jetzt rechts oben im Bild. Ja, der ist im LSK mit seiner Karre. Er hat halt natürlich auch ein... Er hat auch alles hier freigestellt, beziehungsweise die 50k investiert, dass er halt auch hier alles machen kann. Events, Tunings, den ganzen Müll und dass er halt auch da das Sprintrennen mit euch starten kann. Also über das Interaktionsmenü ladet er euch dann einfach ein, ja, und ihr holt einfach das Handy raus. X, was haben wir hier, LSK mit, genau, tretet eurem Freund bei. Okay. Es ist jetzt eigentlich vollkommen egal, wer von euch dieses Sprintrennen startet, ob ihr oder Freund, total wurscht. Freund macht das jetzt LSK-Meet und das geht erst nur, wenn ihr natürlich hier euer Spenderfahrzeug reinbestellt über den Mechaniker. Nein, Martin, heute nicht. Zurück, Mechaniker. Es dauert eigentlich auch nicht lange pro Auto. Ich versuche das nur ein bisschen detaillierter zu erklären. So. Dann gehen wir hier auf zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mit dem Tyrant. So, wenn der Wagen da ist, kann Kumpel dann Sprintrennen schicken, genau. So, dann nehmt ihr das nur noch an, dann wartet ihr jetzt einfach nur noch die 30 Sekunden ab, dann startet das Rennen und dann fahrt ihr in Richtung LS Custom und dort erkläre ich euch gleich die nächsten Steps. Okay, also Freundespart brauchen wir hier eigentlich so nicht mehr. Kann ich die Aufnahme stoppen, genau. Und jetzt fahrt ihr halt, wie gesagt, zum LS Custom. Der ist hier in der Nähe. Registriert euch natürlich als CEO, ja, aber fordert erst natürlich über CEO-Fahrzeuge den Buzzard erst an, wenn ihr vor diesem LS Custom hier seid. Passt auf, es geht gleich hier links unten rein. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ist hier, dann fordert ihr einfach den Buzzard an, bleibt hier so stehen, in den meisten Fällen spawnt er gleich links neben euch. Ne, jetzt ist er hier nicht gespawnt, aber ich glaube mal irgendwo oben auf der Straße, das ist ja egal. So, dann fahrt ihr hier ganz normal rein, ja, wenn ihr euch als CEO registriert habt und den Buzzard angefordert habt, fahrt ihr hier ins LS Custom rein. So, und dann geht ihr nur auf das Menüfeld zum Verlassen, aber verlassen natürlich noch nicht. Passt auf, einfach einmal Kreis drücken. Bist du sicher, dass du Los Santos verlassen willst? Ja, also klar, auf dem Feld bleiben wir, aber nichts drücken. Ja, nicht zurück, nicht bestätigen, gar nichts. Hier drückt ihr und haltet die Dreieckstaste zum Respawn von dem Rennen. Ja, dann bekommt ihr einen unendlichen langen schwarzen Ladebildschirm und in dem, wenn dann rechts unten die weiße Ladeschnecke da ist, joint ihr wieder Anavac sozusagen. Im Base nach Spielern suchen, joint einfach, beziehungsweise nicht komplett durchjoinen, ja, jetzt nicht, dass ich das euch jetzt viel zu schnell erkläre, sondern da müsst ihr jetzt nur die erste Meldung annehmen und die zweite abbrechen, Anavac, aber in dem Sinne joinen wir ihn schon mal, P4, einfach runter, dann hier auf Spielgruppe beitreten, genau, dann kommt die erste Meldung, die könnt ihr getrost annehmen, aber die zweite brecht ihr ab. Also X hier in der ersten Meldung, dann da das andere Zielmodus ist, der ist im freien Zielen, drückt hier Kreis, dann habt ihr hier, dieser Job ist nicht verfügbar, kehre zurück zu GTA Online, Meldung mit X annehmen. Easy. Dann seid ihr ohne Auto. Das ist der Clou hinter dieser Sache hier bei diesem Merch, beziehungsweise K2K Merch gleich. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch in den Buzzard reinsteigen, dann fliegt ihr, macht ihn nicht kaputt, ja. Also, wenn ihr den kaputt macht, dann kann es sein, dass der Glitch nicht funktioniert. Passt auf. So. Jetzt ganz vorsichtig, nicht irgendwie zerstören oder so. Und dann spawnt manchmal auch, beziehungsweise sollte er
wieder hier an diese Stelle zurückspawnen, wenn ihr ein bisschen jetzt wegfliegt. Passt auf. Zack, bin wieder hier in der Nähe und das war's. Wenn er so das Ding einmal gemacht hat, könnt ihr jetzt Richtung Yacht fliegen und landet einfach bei der Yacht und ruft euren Kapitän an. Nichts Schwieriges. Okay, wir hören uns wieder, wenn ich bei der Yacht bin. So, wenn ihr dann bei der Yacht angekommen seid, landet auf dem Heliplatz, falls ihr einen besitzt. Aber ihr müsst halt wirklich in der Nähe vom Kapitän sein. Ruft ihn an und dann könnt ihr hier auf persönliches Fahrzeug anfordern gehen. Und dann fordert ihr natürlich das Auto an, was ihr halt gemerged haben möchtet. In meinem Fall, wie gesagt, habe ich den schon gekauft. Entity MT, das ist der neue vom neuesten DLC. Fordert ihn einfach an und wartet, bis der auf der Minimap da ist. Ja, wenn der auf der Minimap da ist, da, ich sehe ihn schon, ist irgendwo da hinten, drückt ihr und haltet die Dreieckstaste wieder zum Respawn. Rechts unten sieht man das. Einfach gedrückt halten und siehe da. Ich habe jetzt einfach den neuen Entity im Stil von dem Tyrant bekommen. Ja, mit Big Dogs Felgen und mit der Lackierung. Und das müsst ihr jetzt nur so machen. Kumpel kann halt jetzt natürlich verlassen. Kann, was weiß ich, Sitzung verlassen oder Anavak joinen, so wie ich gerade im Moment. Das ist ja eigentlich egal. So, wenn er dann halt einfach draußen ist etc., steht dann dran, Sprint ist vorbei. Jetzt müsst ihr halt einfach nur noch im LS Custom irgendwas an diesem Fahrzeug ändern und dann ist das schon gespeichert. Dann könnt ihr einfach das Ganze von neu machen und das ist wirklich einfach. Macht es wirklich so vielen Fahrzeugen, wie ihr halt einfach Bock drauf habt. Okay, ich mache mir auch auf jeden Fall die neuen Fahrzeuge und ändern hier jetzt nicht blöd irgendwas und verlassen das Ganze. Speichern am besten noch mit Klamotten das Ganze ab, so dass dann rechts unten die goldene Ladeschnecke zusätzlich noch kommt. Und das ist dann richtig safe. So, okay. Ein paar Sachen wurden auch natürlich hier jetzt neu gemacht. Die haben Checkerboard-Sachen, falls ihr das nicht wisst, geblacklistet. Ich musste hier mein Outfit auch verändern. Die Brille, ich könnte es sehen, ich habe jetzt hier eine neue Brille. Das ist die alte mit Checkerboard. Passt auf, was passiert. Verschwindet, ja. Deswegen einfach andere Brillen drauf, falls ihr, beziehungsweise andere Sachen, falls ihr Checkerboard-Sachen habt, andere Sachen drauf ballern. Okay, das war's mit dem Video. Ja, ich denke mal, es ist wirklich einfach, der Glitch. Falls ihr Fragen habt, natürlich sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wie üblich, denke ich mal, wenn ich was Neues für euch habe, hören wir uns einfach mit dem nächsten Video.